willkommen zu eurem Die Urbane Update. Mein Name ist Raphael Musa Hillebrand. Gestern Abend, am Dienstagabend, war wie jede Woche die Vorstandssitzung von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Und ich gebe euch jetzt die wichtigsten Infos weiter, was eigentlich gerade ansteht in unserer Bewegung. Dieses Jahr ist Superwahljahr. Bundestagswahl, Landtagswahl in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen, der Volksentscheid läuft. Es stehen wirklich, wirklich viele demokratische Entscheidungen an und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das Ende dieses Jahres überhaupt aussehen wird mit all diesen Neuerungen. Für die Bundestagswahl brauchen wir Landesverbände in allen Bundesländern, wo wir wählbar sein wollen. Wenn es dort keinen Landesverband gibt, also sowas wie so einen kleinen Verein, eine Gruppe aus mindestens 3 oder 4 Mitgliedern, dann sind wir da nicht wählbar. Und wir gründen gerade bundesweit Landesverbände und ich gebe euch ein Update zu, wie der aktuelle Stand dieser Landesverbände, dieser regionalen Vertretung ist. In Nordrhein-Westfalen hatten wir vor einer Woche die Gründungsveranstaltung, eine Online-Veranstaltung, und die Briefwahl zur Wahl des Vorstandes von Nordrhein-Westfalen läuft gerade. Yvonne Okran oder Yvonne Müller ist da diejenige, die uns alle zusammentrommelt und die Fäden zusammenführt. Wer da Interesse hat, in Nordrhein-Westfalen mitzuwirken, gerne bei ihr melden oder bei uns melden. In Berlin hatten wir auch eine Veranstaltung zur Wahl der Landeslisten, das heißt quasi zur Wahl der Personen, die dann bei der Bundestagswahl für die Berliner Menschen antreten werden, die Leute, die wählbar sind. Wir haben eine Veranstaltung gemacht online, die Leute haben sich alle vorgestellt und die Briefwahl dazu läuft gerade. Das heißt, wenn du ein Berliner Mitglied bist, hast du wahrscheinlich die Briefwahlunterlagen zu Hause bekommen, hoffentlich ausgefüllt und an uns zurückgeschickt, damit die richtigen Kandidatinnen dann in den Wahlkampf ziehen können. Jetzt kommen wir zu Bayern und Hessen. Gestern Abend haben Wasim, der in Bayern uns vertritt, und Che, der gerade in Hessen versucht, einen Landesverband zu gründen, uns mitgeteilt, dass diese beiden Landesverbände eigentlich bereit wären zur Gründung. Die sind schon soweit vorbereitet. Für Hessen gibt es sogar einen Termin schon nächste Woche. Allerdings fehlt in beiden Vorständen noch eine weibliche Person of Color. Wenn ihr eine weibliche Person of Color seid oder jemanden kennt, die Lust hat, aktivistisch mitzuwirken, wir haben im Vergleich oder im Gegensatz zu allen anderen Parteien Quoten. Bei uns muss mindestens die Hälfte in einem Vorstand Person of Color sein und mindestens die Hälfte keine Cis-Männer. Also höchstens die Hälfte dürfen Cis-Männer sein. Das ist quasi eine Quote gegen männliche toxische Männlichkeit oder weiße Vorherrschaft. Und diese Quoten wollen wir unbedingt erfüllen. Wir wollen einen Vorstand haben, der zur Hälfte aus weiblichen Personen besteht und zur Hälfte aus Person of Color, People of Color besteht. Deswegen helft uns, wenn ihr in Hessen oder Bayern jemanden kennt, sagt Bescheid, meldet euch. Ihr müsst nicht mal dafür eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ihr müsst nur dort wohnhaft sein, interessiert sein, politisch interessiert und engagiert. Also Bayern, Hessen, wenn ihr da noch Leute habt für einen Landesverband, kommt gerne auf uns zu, damit wir Bruder Wasim und Bruder Cheda unterstützen können. Außerdem ist heute der zweite Tag vom Ramadan. Ich möchte gerne all unseren muslimischen Brüdern und Schwestern einen besinnlichen Ramadan wünschen. Eine schöne Zeit im Kreise eurer Liebsten. Sammelt gut Kraft für diesen aktivistischen Sommer, der danach kommen wird. 25.05. ist der Jahrestag der Ermordung von George Floyd, wo wir bestimmt alle wieder auf die Straße gehen werden. Danach kommt der Black Lives Matter Monat im Juni. Es steht viel an, also charge your batteries with your family. Get some empowerment. That's awesome. Dann zur aktuellen Situation. Ich meine, wir leben alle in einer Pandemie, Corona, und diese Pandemie hat uns so gezeigt, wie kaputt und am Ende das aktuelle politische System ist, in dem wir leben. Ich glaube, dass die CDU als Organisation am meisten das verkörpert. 70 Jahre Korruption, Wirtschaftsinteressen über die Interessen der Menschen stellen und einfach weitermachen und selbst in so einer Pandemie das Militärbudget erhöhen. Die haben tatsächlich das Militär-Bundesrüstungsetat erhöht während einer Pandemie und diese Menschen nennen sich christlich. Ich bin entsetzt. Die deutsche Politik hat mich belogen. Die haben mich belogen, als sie gesagt haben, wir wären alle gleich. Die haben mich und uns belogen, als sie den NSU schützten. Sie haben uns belogen, als sie die Mörder von Uri Jalloh weiter Polizisten haben sein lassen. Unsere Steuergelder zahlen jetzt noch die Rente oder die Auskommen von den Mördern von Uri Jalloh. Und das im Namen von diesem Deutschland, von dieser deutschen Regierung, dem deutschen Staat.
Ich bin entsetzt und kann das nicht glauben und wir fordern deswegen in dieser Pandemie ganz klar ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen, die dauerhaft hier leben, weil das sind die Menschen, die am meisten, also die Menschen, die am meisten darunter leiden, die brauchen jetzt Kohle und nicht ewig lange Anträge und bürokratische Schikane. Außer vor dem fordern wir die Evakuierung der Lager von Geflüchteten, wie zum Beispiel Moria, aber auch die Lager in Deutschland, der Unterbringung von diesen Menschen in menschenwürdigen Unterkünften, wie zum Beispiel Hotels, die gerade während dieser Pandemie einfach leer stehen. Außerdem fordern wir eine solidarische Politik im Gegensatz zu dieser Abschottung. Ich kann es nicht glauben, dass wir während der Pandemie weiter auf Waffen, Rüstung und Abschottung setzen, obwohl es eigentlich darum gehen müsste, Peace, Love, Unity und Having Fun nach vorne zu bringen. Nachdem ich diese Politik mir die letzten Wochen wieder angeguckt habe, kann ich nur sagen, ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. In diesem Sinne, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, werdet aktiv, geht auf die Straße, nutzt eure Stimme, diese und die auf dem Wahlzettel. Mein Name ist Ruf Raphael Musa Hillebrand und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin, Peace out!